Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des guten Geschmacks hier an der Hauptkampflinie in Afrika im Jahr 1943. Und wir hatten die letzte Folge mit so einer Art Cliffhanger beendet. Ich habe nicht mal mehr hier auf Next Turn gedrückt. Das mache ich jetzt mal und wir gucken, was passiert. Okay, das heißt, der Amerikaner hat quasi keine Gegenangriffsversuche unternommen. Also ich vermute ja mal, dass wir den schon so zusammengeschossen haben, dass einfach nicht mehr viel möglich ist. Wir gucken uns hier mal die Verluste an. So, und wir sehen hier 1146 Soldaten und Offiziere haben die Amerikaner bereits verloren. Da sind unsere Verluste wirklich weitaus geringer. Wir haben ein bisschen mehr Verwundete, aber auch hier die Schwerverwundeten sind wirklich hier um einiges höher. Wir haben 66 Tanks und SPGs bereits abgeschossen. Auch das ist hier wesentlich anders. Okay. Also können wir uns hier so ein bisschen spoilern, wie viel Platoons der noch einsatzbereit hat. Das heißt, wir sind wirklich hier massiv überlegen. Auch das, die Fläche, die wir kontrollieren, ist auch bei uns viel größer. Also es läuft wirklich alles sehr, sehr gut. Und ich lasse mir jetzt auch nicht nehmen, den Kanal vom guten Tastenhauer zu empfehlen. Den Link dazu findet ihr rechts oben in der Infocard. Das ist mein Partnerkanal, der wirklich einen Blick wert ist. Der vereint auf seinem Kanal Gaming and History. Und spielt auch Tank Warfare, also guckt da ruhig auch mal rein, wenn euch dieses Spiel gefällt. Denn es gibt nicht allzu viele Let's Plays, glaube ich, die auf Deutsch tatsächlich auch sind. So, und gut, die Aufstellungsphase ist immer ein bisschen besser beleuchtet sozusagen, einfach damit man hier eine schönere Übersicht hat. Das ist Sidi Bouzid, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gucken uns hier mal um. So ist die Karte nach Norden ausgerichtet. Und wir erwarten hier... Ach krass, und das ist da alles mit drin, oder was? Okay, krass. Ja, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel, ne? Also ich habe hier so einen exponierten Sektor von den Amerikanern angegriffen. Und fair wäre es eigentlich vielleicht jetzt... Ja, vielleicht irgendwie so, na ja gut, dann werden die, ach nee, ist ja so, ach okay. Ja, oder man sagt vielleicht, den Sektor, den man angreift, den nimmt man ins Zentrum. Das wäre vielleicht ganz fair, ja. Also das, ein Sektor nach oben, einer nach unten, einer nach links, einer nach rechts und dann eben so. Also das wäre vielleicht fair und immer zu berechnen, ne? Also wir sind jetzt halt so in der Überzahl und vielleicht so ein Autogefecht in so einer Situation, das würde mir auch wirklich sehr gut gefallen, weil ich habe fast keine Lust, dieses Gefecht zu kämpfen, ne? Von daher werden wir uns jetzt mal kurz halten. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so Lust, meine Panzer hier oben da runterzuziehen. Aber was ganz gut ist, dass wir jetzt hier Infanterie haben. Genauso hier, die werden wir auch einsetzen. Und das soll es dann eigentlich gewesen sein mit der Aufstellung. Also ich mache hier jetzt echt nicht so großartig rum. Oder mal gucken wir mal. Was bist du? Okay, da haben wir... Ich werde doch einen Einzugpanzer hier mit runternehmen. So, ich nicht.
Dein Ernst? Das ist ein. Ach, wie geil. Okay, die nehmen wir hier auf jeden Fall mit rein. Das habe ich tatsächlich. Das ist das erste Mal jetzt, dass ich das habe. Wir haben einen Sherman. Ist das geil, Leute? Ist das geil? Habe ich noch nie gehabt. Damit hat auch der Zug wieder volle Kampfstärke und wir haben hier einen Sherman mit einer fetten 75 mm Kanone, ey. Mega geil, ey. Richtig cool. Alter, ist das geil. Ah, cool. Gravity Team, I love you, ey. Okay, aber was ich nochmal gucken will. So, hat der einen Artilleriebeobachter hier? Nee. Okay, wir haben. Was seid ihr dann hier? Das sind MGs, okay. Okay, damit wären wir durch. Machen wir gar nicht lang rum. Ist das cool mit dem Schirm? Verzeiht bitte, falls ich ab und zu mal irgendwie so ins Mikro schnaufe oder so. Meine Nase ist irgendwie total verstopft. Und ich habe kein Nasenspray zu Hause. Nasenspray, eines der Wundermedikamente, finde ich überhaupt. So was Tolles. So. Wie machen wir es denn? Machen einen hier. Ups. Einen hier. Einen hier. Can't continue. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Was ist das Problem hier? Ah, okay, also volle Kampfkraft. Ich muss gerade meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Haben wir hier noch nicht, weil hier ist ein Panzerkommandant ohne Fahrzeug. Ja, vielleicht kriegen wir da auch noch einen Schirm. So. Gerber. Guy Gerber, einer meiner Lieblings-DJs übrigens. Könnte ich eigentlich mal witzigerweise. Ich bin ja so ein Elektro-Heini, ne? Also wer kein Elektro hört, der braucht dann da nicht draufklicken, aber ich verlinke euch mal ein Set von Guy Gerber hier rechts oben. Also wer irgendwie so auf deepen, minimalen Sound steht und so, der kann sich das gerne mal anhören. Wer den noch nicht kennt, also sehr, sehr cooler Typ. So, okay, dann ja, rücken wir mal vor. Ah ne, wir rücken nicht vor. Sondern wir bereiten das erstmal mit Artillerie vor. Könnt ihr ruhig mal 10 Rounds raushauen. Wir werden des Weiteren hier den vorrücken. Und zwar erstmal hier an den Weg ran. Ich will trotzdem vorsichtig vorgehen. Ich will jetzt nicht übermütig werden. So, trotzdem erteilen wir hier schon mal Bewegungsbefehle.
Artillerieschlag geht gleich raus. So, hier bitte aufsitzen. Nee, so. Jawohl. Sieht einer was? Sehr schön. So. So, Infanterie rückt vor. Artillerieschlag in 3 Sekunden. So, die Geschütze feuern. Ah ja, das sind 4 Haubitzen, die da jetzt feuern. So, hier. Da sind die Einschläge. Volle Deckung. Den tun wir noch nichts. Das ist ein bisschen diesig, aber das wird wahrscheinlich im Laufe des Kampfes hier besser werden. Ich kann ja mal die Uhrzeit einstellen. 6:04 Uhr. Ja. Aufgegangen ist die Sonne schon, aber es ist halt diesig. Ach, bin ich froh, dass es jetzt wieder hell ist, hey. Und wenn es gut läuft, ja, lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber vielleicht schaffen wir das dann an diesem Tag auch, den, ja, Feldzug möchte ich es nicht nennen, ne, diese Operation zu beenden. Also sieht ja irgendwie echt so aus, als hätten die Amerikaner nicht mehr viel auf der Pfanne. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube, die brauchen wir gar nicht in Angriffsformation stellen. Hallo? Okay, da wird geschossen. So, und zwar, die bewegen sich einfach mal hier hin. Aha, okay. Das ist interessant. Dann bewegen die sich. Dann machen die mal hier einen Covered Move. Kriegen wir die vielleicht unbemerkt in den Rücken des Feindes? So, dann. Den Sherman, den fahren wir mal auf die Straße hier. Der kann vielleicht von hier oben die am besten unterstützen. So. Mega geil mit dem Sherman. Ich freue mich echt mega. Sau cool. Aber irgendwie geht's ihm nicht, oder was? So, dann machen wir mal ein bisschen Wochenschau-Modus hier. Guck mal, der greift jetzt hier auch mit ein.
so, ne? Nee, irgendwie nicht. Komisch, hat er keine Sicht oder wie? Ja doch, auf die gelben sollte er doch... Ah ja. Jawohl. Zack. Auf geht's, ey. Sehr geil hier mit dem Kaliber 50 MG. Sehr schön. Ja, ist bestimmt ein scheiß Gefühl, ne? Wenn du so als Infanterist dann irgendwie so ein, also als amerikanischer Infanterist dann so ein Sherman auf dich zurollen siehst mit einem deutschen Hoheitsabzeichen. So, dann werden wir hier mal so ein bisschen nach rechts schwenken. War es das schon, oder? Jetzt ist er wieder eingestiegen, ne? Warum das denn? Bleib doch hier draußen und schieß weiter. Da kommt unser Artilleriebeobachter. Ich hoffe mal, das geht ein bisschen schneller hier mit... So, der andere Panzer feuert jetzt auch. Sehr schön. Und hier unsere Kompanie, die... Was ist mit denen? Warum bist du so lahm? Weil ihr das MG schleppen müsst, oder was? So, die sind hier jetzt gleich in Position, unbemerkt. Und ja, das ist hier dummerweise so eine Senke. Nicht. Die smoken sich mittlerweile ein. Hier sind anscheinend auch noch Infanteristen. So, Artilleriebeobachter ist auch vor Ort. Ja, der Artillerieschlag, den habe ich aus Versehen weggeklickt, aber es ist gar nicht so verkehrt. Ich habe da jetzt ziemlich nah Infanteristen dran. Vor allen Dingen haben wir auch Panzer jetzt, die hier feuern können, also... weiter vorrücken hier. Da liegen die ersten Gefallenen. So, deutsche Infanterie stößt nach. Der Drops ist gelutscht, würde ich sagen. Jetzt
werden die auch noch flankiert von unseren Einheiten, also ganz entspannt. Und mehr ist es wahrscheinlich auch nicht als dieses kleine Widerstandsnest. Aber das wird eine spannende Runde. Wir haben jetzt ja echt einige Kämpfe hier zu kämpfen. Unsere Tiger kommen endlich mal wieder zum Einsatz. Die hatten ja ihren letzten Einsatz im Norden, wo sie Frontfeuerwehr spielen mussten, nachdem da ganz überraschend in den nordöstlich eingekesselten Einheiten der Sherman aufgetaucht sind. Aber insgesamt ist die Lage dann doch für die Amerikaner desaströs, ne? Also, das sind ja beinahe nahezu alle Truppen mittlerweile von der Versorgung abgeschnitten. Wenn die da jetzt nicht noch irgendeine Verstärkung von Panzerjägern kriegen oder Sherman oder so, dann würde ich doch sagen, dass diese Kampagne entschieden ist. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Hitler hatte ja Stalingrad auch schon für eingenommen erklärt. Es seien nur noch einzelne Widerstandsnester vorhanden und dann eben das große Debakel und mit dem großen Rückzug dann wieder gen Westen. Deswegen vorsichtig bleiben und auch entsprechend agieren. Das ist was, was dieses Spiel einfach belohnt, wenn man hier nicht so in, ich sag mal, in Computerspielmanier, wie man es so gewöhnt ist, ne? Irgendwie schnell bam 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 machen irgendwie, sondern das Spiel belohnt insofern vorsichtigen Umgang mit den eigenen Truppen, einfach weil das eine langwierige Geschichte ist. Und ja, wenn du halt irgendwelche Kompanien da ins Feuer wirfst, ein bisschen blauäugig, die fehlen dir eventuell 3-4 Züge später dann. Einfach weil der, wenn die, vor allem wenn die aufgerieben wurden, die dann ja nicht ersetzt werden, ne? So, wir haben jetzt hier gar keine Sicht mehr auf den Gegner. Das ist ganz interessant, okay. So, Senior Gerber. Upsala. Werden wir hier die Straße benutzen mit den Panzern. Das ist jetzt doch relativ interessant. Ob hier auch noch feindliche Truppen sind? Nee, eigentlich nicht, ne? Also hier ist ja schon. Okay, dann werden wir mal unsere Panzer hier doch in Marsch setzen. Wollte ich eigentlich nicht. So. Die werden einen Linksschwenk machen. So, da werden wir die Zeit mal beschleunigen. Das ist ja hier nicht besonders spannend. Okay. Das ist wiederum doch spannend. So, Abteilung halt bitte. Da feuert Pack. Müssen wir aufpassen. Infanterie vor. Wir haben auch noch nur Panzer 2. Die können leicht abgeschossen werden von amerikanischer Pack. Zack, die werden beschossen. Sehr schön. Das sieht gut aus. Jawohl, ey.
Sehr gut. Das ist aber. Das ist keine Pack. Das ist eine Haubitze. Ah. Die können aber auch panzerbrechende Munition laden, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Panzer abschießen, aber in der Theorie zumindest. So, wir bleiben mal hier bei Rahm Christoph. Seht man da nicht, da sah man noch immer einen Dienstgrad auch. Schnauze. Entschuldigung. So gut, ey. Wird mir erstmal von seinem Computerspiel angeschissen. Da ist noch ein Geschütz. So, geht bitte mal hier auch so rüber. Wir müssen unbedingt diese Geschichte hier, Geschütze hier sichten. Hallo? So, und du? So, die sind jetzt auf der Straße natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Ist ja nicht ein Feuersektor in der Nähe. Ja, habe ich. Drei Minuten, Feuer frei. Ceasefire bietet der Amerikaner an. Aber ich habe eigentlich vor, die Haubitzen da zu vernichten. Geschütze. Ja, ist auch eine Haubitze. Infanterie. Ist aber auch unübersichtlich hier. So. Ja, das ist doch dann noch einiges, was da rumsteht. Das werden wir alles fein säuberlich ausknipsen. Ich hoffe mal hier. Ist der verlassen, der Panzer? Nee, oder? Nee. Ah ja, schießt. Sehr gut. Wo sind denn seine Kameraden her? Die sollen auch mal hier mit auf diesen Hügel. Die da auch mit feuern, ne? Ups. Irgendwas.
ist denn hier der... Der Führungsoffizier, ist der down gegangen, oder was? Ey, ey. Mensch, warum lauft ihr denn dann auch so blöd rum, wenn ihr da feinen Kontakt habt? Da legt euch da erstmal auf den Boden und... Guckt, dass ihr am Leben bleibt, bis eure Kameraden da sind. Hatte ich dir nicht auch einen Haltebefehl gegeben? Oh, Angriff. Zack. Bam. Korrekt. Ich glaube. Ja, es geht, aber. Ja, es geht. Okay. Ja, irgendwie hatte ich eben ein bisschen Angst gehabt, dass wir doch mehr verloren hätten als irgendwie nötig. Exhausted, okay. Ja, wir sind viel gelaufen, ne? Das wird nochmal so ein unfaires Gefecht. Ne, also da, ich würde es einfach besser finden, wenn das hier so diese neuen Sektoren werden. Also der Sektor, den man angreift, es sei denn, ist vielleicht der nebendran wird auch noch angegriffen, dann kann man das noch irgendwie verschieben. Aber ich finde, das auf so kleinem Raum, auf dem wir uns hier bewegen, ja, also das sind ja keine 20 Kilometer oder so, ne? Also wenn jetzt hier eine Einheit liegt, hier eine Einheit liegt und hier eine Einheit liegt und die wird angegriffen, natürlich werden die dann hier einen Entlastungsangriff machen und die werden vielleicht versuchen oder würden vielleicht versuchen, die zu verstärken. Halt, das ist doch klar, halt da. Und ja, das finde ich einfach, es ist nicht gut gelöst. Also, das wäre so sinnvoller. Und warum sollen die denn jetzt hier noch mit drin sein in dem Angriff, bitte? Also, denen habe ich gar nicht gesagt, es geht hier runter, sondern die liegen einfach sind eingegraben hier bei Poste Suda. Also, naja, da kann man vielleicht auch Gravity mal ein Feedback geben oder so. Ihr könnt ja selber mal in die Kommentarsektion schreiben, was ihr davon haltet, ne? Ob ihr das ähnlich seht wie ich oder ob ihr das irgendwie okay so findet, weil man dann so spieldesigntechnisch vielleicht hier einzelne Sektoren gezielt angreifen kann und man zwingt den Gegner zu so einer Frontbegradigung, wie ich das hier gemacht habe. Ist ja vielleicht auch eine legitime Meinung. Ich weiß es nicht, aber irgendwie fühlt sich das irgendwie komisch an. Ja, weil einfach man da Einheiten aus dem Kampf rausnimmt, die einfach so nah sind, dass die können sich wahrscheinlich irgendwie sehen und sich irgendwas zurufen oder so, ne? Nun gut. Ich würde mich über einen Like unheimlich freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht hast du ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, dann unterstützt du diesen Kanal aktiv und zeigst mir, dass ich auch auf dem richtigen Wege bin. Ich bin der Basti. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist nächste Folge mit dabei. Ciao, ciao.